Ich hab mir gerade gedacht, es ist krass, dass keiner diese Tische und Stühle klaut. Die sind nicht angebunden. Abgesperrt, oder? Nee, gar nicht. Echt jetzt? Was geht ab, oh ja? Oh mein Gott. Alter, was geht ab, Leitung hier? Wir wissen doch nicht, was wir essen. Ja, anscheinend ist doch voll. Ja, und Schlange. Ja, okay. Voll und Schlange. Aber das geht schnell eigentlich. Eigentlich ist es immer so ungefähr. Ja, aber mit drin sitzen, oder was? Ja. Echt jetzt? Ja. Und es soll schnell gehen? Ja. Okay. Ja, mir ist egal, wir können auch warten, aber... Ich kenne mich nicht so aus, Alter. Ich bin ja nicht das erste Mal hier. Also mein Plan war, Leute, wir checken Läden. Also ich mache jetzt dieses Footing schon seit einem Jahr, okay? Wir checken Läden ab, wo wir halt vor einem Jahr waren, wo ich noch keine Klicks hatte, wo alles erst am Laufen war. Läden, die halt ja, damals nicht die Reichweite bekommen haben, die sie verdient haben. Wobei der Laden braucht keine Reichweite. Der ist eh schon gehypt. Ja, ich wollte gerade sagen, du gehst hier vorbei und riechst schon, wie geil das riecht. Das riecht dann eins geil, Mann. Das ist schon geil. Perfekt für dieses Wetter. Langsam wird's kalt. Schöne, schöne, warme Suppe. Das ist die Schlange, Leute. Max Beef Noodles. Hier sind wir. Gehypter Laden. Meiner Meinung nach sogar overhyped. Also ist ein solider Laden. Immer gerne wieder. Preis-Leistung auch top. Ich war genau vor einem Jahr, mit dem Nockitter schon hier. Was mir halt nicht taugt, ist ein bisschen lasch hier. Es ist super solide, aber ich mag es ein bisschen mit mehr Power. Und es ist halt so. Aber ich mach einen. Oh! Versteht ihr? Oh, zumindest die Schiene weg, Alter. Oh mein Gott. Die müssen wir dichter, ne? Ja. Ja, das ist auf jeden Fall besser. Okay. Wir müssen. Nehmen wir hier von irgendwas. Oh. Ja, ja. Ich frittiertes Hähnchen ist geil. Ich nehm eingelegtes Ei. Nein. Für die ist hier auf Frühlingsräumen, kann ich empfehlen. Ja, so Leute, einmal ausfüllen. Sind nur 1000 Tische. Ich nehme Curry, Leute. Jungs, wisst ihr warum? Weil das keiner nimmt. Du musst gegen den Strom schwimmen. Genauso wie Kuttelsalat, Alter. Den nimmt auch keiner. So ist es. Okay. Da. Das nimmt auch keiner. Da wäre ich mir nicht so sicher. Das weißt du echt nicht. Ja, nur die Guten nehmen das, Alter. Hast du es genommen? Ich hab das alles genommen. Ja, also ich bin nicht gut, Alter. Boah, Leute, während wir die Wartezeit überbrücken. Meins mit dem hier. So sieht's hier aus, Leute. Ja, angeblich, Leute. Das ist der Nudelmann. Das war mal sehr gehypt so. Aber mittlerweile macht das jeder. Was ist das? Was ist das? Aber es war, das hab ich ja gemacht worden. Also erstmal, mir ist es überhaupt aufgefallen. Es ist ja auch dein Essen. Wieso, ich hätte auch das hier nehmen können. Aber echt, hätte deins gefehlt. Das muss ja nicht kurz dran. Nein, echt nicht. Selbstgemachte Frühlingsrollen. Ja, Feinschmecker hier. Ja, Standard Frühlingsrollen. Nein. Roman, Dornig gefüllt. Auch geil. Hammer. Ich finde ein bisschen falsch, oder? Genre, Meterspieler. Ja, du bist Meterspieler, das ist Anti-Meterspieler. Aber er hat schon ein paar Staples in seinem Deck hier. User. Ja. Das ist der Brühe. Der Brühencheck, Leute. Eine halbe Rolle. Nee, danke. Da muss ich direkt geben. Also Brühe ist schon gut. Ja. Aber da fehlt dieses... Der Kick, gell? Ja. Oh. Aber die Brühe ist nicht. Das ist so eine zum Einschlafen Brühe. Nicht eine zum Wachwerden. Aber die ist schon gut. Ja, gut ist sie schon. Aber da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen. Ja, da muss ich dem Hunger recht geben, oder? Was sagt der Kritische zu der Brühe? Ich habe noch nicht gegessen. Ja, deswegen warten wir auf dich. Alles gut. Ja, ich erkenne. Übrigens, er ist erkältet, Leute. Perfekt für seine Erkältung. Es ist halt so. Ja. Die Brühe ist wirklich sehr solide. Ja, das ist gut. Und das ganze Gesamt sowieso gut. Ja. Aber da wir schon einiges auch gegessen haben, gibt es halt ein paar Brühen, die halt ein bisschen mehr Kick haben, wo das halt insgesamt stimmiger sein kann. Auf jeden Fall. Ja. Nudeln aber sehr, 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 sehr geil. Die ausgemachten Nudeln sind richtig geil.
Auf jeden Fall. Oh, das muss man echt sagen. Ja. Extra Nudeln einmal umsonst. Für die mit großen Hungerleute. Aber nur bei der Nudelsuppe. Bei den Nudelgerichten nicht. Hast du bei gebratenen Nudeln meinst du? Genau, ja. Da nicht. Das habe ich letztes Mal gefragt gehabt. Da hat er gesagt, das muss man extra bezahlen. Bei den Suppen schon. Green Check. Schmacker. Fleisch. Ja. Es ist Fleisch, ist schon zart, also ist gut, aber... Könnte zarter sein. Genau. Ja, klar. Du kennst, dass es so zerfällt. Ja, kenn ich auch. Aber das hat es noch so, man denkt, es ist zu hart, vielleicht. Man isst es aber, das ist gut. Aber es könnte echt noch so ein bisschen richtig so auf der Zunge zerfallen, Alter. Ja, ist, aber die haben noch voller. Cool, echt top. Mhm. Mühe gebe ich 8 von 10, Fleisch gebe ich 5 von 10, Nudeln gebe ich 9 von 10. Dann habe ich auch die Kopf frei gemacht. Das habe ich dann eingelegt in so einer geilen Brühe mit Sojasauce und Gewürzen. Das war noch gut. Warm, ne? Ja, wir versuchen halt immer, Kunden alles zu bieten. Habe auch eine geile Brühe gekocht und habe auch so Eier gemacht. Das war ganz krass. Dann haben die eingelegt in so Soja, gewürzt und alles mit einer geilen Brühe. Und da waren sie am nächsten Tag dann so dunkel. Nicht durch so leicht, ja, ist Curry. So. Sowas gibt es bei euch eigentlich, sowas ist bei euch auch Tradition, Gang und Gebung. Guck mal, was sagst du? Okay. Also man merkt, das ist nicht deren Spezialität. Aber das ist ein anderer Reis, den du sonst nicht kennst. Nee, der Reis ist gut, ja. Aber das könnte nicht so gut. Ja, ist gut. Aber beim Thailänder ist es geiler. Ja, gut. Ich habe ihn verschluckt, Alter. Okay. Er hat den schärfsten Chip der Welt einfach so gegessen. Einfach er so nicht gegessen, Alter. Nicht mal gezuckt hat der. Und Barisch und ich waren K.O. Genau. Yeah. Schau das Video an, Alter. Yeah. Ist es gefährlich, den zu essen? Ja, für mich nicht, Alter. Aber man kann halt so ein krasses Stück aufbekommen. Ein Stück aufbekommen. So Herzprobleme, wenn du so schwach bist. Dein Herz? Ja. Aber weißt du, was ich... Weil dein Körper geht ja in den Turbo-Modus. Von einem nur? Ja. Weißt du, wie scharf der war, Mann? Ich hab nicht mal einen ganzen gehabt, ich hatte nur eine Ecke. Aber weißt du, was jetzt auch gibt? Ein Chip. Ein krass gesalzenen Chip, Alter. Oh, okay. Also der soll so krass salzig sein, dass du dann... Also, kennst du das, wenn du zu salzig bist? Ja, so. Mit dem Mund. Ja, und da gibt's einen Chip auch davon. Das soll ernst ekelhaft sein, oder? Let's go, Leute, neue Video-Idee. Sauber. Also für 12 Euro sowas ist unschlagbar. Preisleistung ist hier gekommen. Unschlagbar. Ist mir nicht mehr. Und die nehmen kein Trinkgeld hier. Ja. Das ist deren Mentalität, ja. War halt mit. Habe ich gegessen viele Döner. Viele auch sehr, sehr geil. Das ist eine Portion hier, Leute. War echt gut hier, Mann. Wirklich. Ist auf jeden Fall ein guter, solider Laden. Schaut, wir zahlen jetzt. Preisleistung auch top. 2-3 Euro fürs Getränk. Zwei Vorspeisen jeweils 4. Und meine Suppe ist 20, 22, 22, 22. Das ist eigentlich echt gut. Ja, es ist gut. Ja. Vor allem für die Portion, also, die wir essen. 12 Euro. 12 Euro für das. Plus extra Nudeln. Plus extra Nudeln. Ja. Wenn du willst, ja. Also, das will ich schon. Aber sagen, was das hier ausmacht, wahrscheinlich einfach die Masse.
Ja, aber die Lager, was ist das? Ja, also du machst ja so viel Masse, so schnell geht es, die machen bam, 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 bam. Und durch diese Masse kannst du dann auch alles gut bezahlen. Er macht das den ganzen Tag. Ja. Den ganzen Tag. Und das ist schon heavy. Jimmy ist ein Gastist, Leute. Ja, wieso? Was, wenn die sich auswechseln und du für dich sieht jeder gleich aus? Ja. Das ist so ein Scheiß, Mann. Ja? Was, wenn jetzt zwei Leute für zwei Stunden machen? Ja, okay, aber ich habe jetzt alle mal gesehen. Bist du sicher? Oh mein Gott. Das sind unsere Freunde. Wir reden jetzt über Waterwaffel, Mann. Das ist echt so. Mann. Entschuldigung, dass ich nicht weiß, dass eure Freunde sind, Mann. Da musst du die Videos besser schauen. Ja. Oh mein Gott. Wir gehen noch Nachspeise essen, Leute. Ich mach die jetzt immer fertig, Leute. Wo sind's auch eure Freunde, Mann? Wonderwaffle Time. Dafür sind wir hier, Leute. Ist da auch Engelshaber? Alles auf Engelshaber. Okay, cool. Sehr cool. Leute. So, Leute, Dubai-Schokolade und die Proteinwaffeln, die saftigen Proteinwaffeln. Okay. Ich bin zum ersten Mal hier und mich kennst du noch nicht, Alter. Ja. Ey, und euch hat's ja auch nicht so gut gekannt, Alter. Oh mein Gott. Ey, wir hatten auch Kontakt mit dem Chef. Sie ist ja nicht die Chefin hier. Ja, anscheinend ja schon. So, das ist nur die Leitung. Die schmeißt den Laden. Und die schmeißt den echt gut. Also letztes Mal war Bude voll. Sie so, alles cool, Leute, ich hab das unter Kontrolle. Und die hat unter Kontrolle. Ja, ist so. Viral Dubai Chocolate, Leute. Tiramisu. Was war das Weiße hier? Mascarpone, was? Nee, das ist Magerquark. Oh mein Gott, tot. Ja, es ist ja auch eine High-Protein-Waffe. Wie viel Mascarpone? Wow. Machen wir mal. Mhm. Das ist halt natürlich geiler. Und das ist gesunder. Ja, ich finde geil, dass sie eine gesündere Variante anbieten. Nein, ja, aber ich finde zum Beispiel eine Proteinwaffe finde ich ja gut. Habe ich nichts dagegen. Ja. Ja. Aber dann wenigstens müsste doch die Füllung einigermaßen krass sein. Verstehst du? Aber mit Gott, wie das so, Leute. Es ist ja Z-Protein, heißt es ja, weil es auch nochmal Magerquark enthält. Das ist ja bewusst. Moment. So. Ist ja bewusst. Einen Moment, bitte. Ja. So, Leute. Ich wollte mir nicht mal alles gut machen. Das regt mich langsam auf, Leute. Fällt's auf? Echt ein falscher Film hier, ohne Witz. Ich bin gespannt, was die anderen sagen, aber. Das ist krass, man. Das ist krass. Die gut. Echt? Das ist richtig krass. Schokoschicht, dann Pistazie, dann Sengelzart, dann Tiramisu. Und natürlich Biskuit. Bist du spät in München angekommen, aber hey. Ein Löffel mit allem, Mann. Alle Schichten, Mann. Wie so die Taste-Löffel, oder? Ich weiß gar nicht, was da alles drin ist, Mann. Steht das irgendwo? Nicht, gell? Ich hab sie ja gefragt. Die Pistaziencreme ist drin, Engelsweiß drin, Mascarpone ist drin und oben nochmal so eine Schokoschicht. Es ist... Und unten der Biskuit halt, genau. Es ist... Boah. Nein, krass, Mann. Das Krasse ist, man denkt, es ist so total süß, total mächtig, aber das ist total fluffig, leicht. Also es ist nicht so brutal süß, es ist echt lecker, wirklich. Und das hier, das ist Pistazie, glaube ich. Ja, müsste sein. Crispy sogar. Pistazie mit ein bisschen crispy. Ja, das ist dieses Engelzer. Das ist ja... Muss ich das sagen, macht die Dubai-Schokolade aus. Mhm. Sehr lecker, aber das Ding kostet, glaube ich, 11 Euro oder so, gell? 10,90 oder so. Was ist das? Ich glaube, 10,90 habe ich gelesen, oder? Weiß ich gar nicht, müssen wir nochmal nachschauen. Müssen wir auch nochmal fragen. Wenn es wirklich so teuer ist, Preis-Leistung. Aber man muss bedenken, eine Tafel Dubai-Schokolade kostet 13 Euro. Ich habe Lukumabes. Ja, das heißt ja nicht, dass ich das ja... brauche unbedingt, oder? Aber es ist sehr lecker, wirklich. Boah. Es ist wirklich lecker. Das ist echt geil. Das ist geil, gell? Ja. Es ist sehr geil, wirklich. Und jetzt sag du, ist es besser als die Dubai-Schokolade? Oh, das kannst du nicht vergleichen, weil das hat Tiramisu. Das macht es nochmal geiler. Ja.
Das ist wirklich. Wieso gönnst du dir einen zweiten Löffel? Ist dein Protein Waffe? Oh mein Gott, Junge! Das war echt. Ich finde den Endspurt, Mann. Ja, der ist geschmacklich schon krass. Also von der, mit der Waffel und so, das finde ich gut. Aber ich finde. Das letzte Mal hatten wir den, gell? Mit Magerquark. Ja. Ja, aber ich finde halt. Das ist auch immer noch. Aber gut. Ich finde, der Magerquark ist halt. Klar, aber. Ich brauch den jetzt nicht. Also ist halt so es ist, es ist eine gesündere Variante. Ja, natürlich. Für Protein einfach, ja. Aber ganz ehrlich, wenn ich doch ein Dessert esse, dann brauche ich doch keine gesündere Variante. Sie bieten es ja nur an. Und die Waffel ist geil. Mach ja. Diese dicke. Ja, das ist ja das. Aber zum Beispiel die Waffel mit so einer Füllung. Ich meine, das ist ja auch nicht ungesund hier. Hat ja keiner gesagt. Aber ich finde, halt, die haben ja 10 oder 12 Sorten. Du musst ja nicht das nehmen. Also die habe ich auch nicht. Ja. Werde ich auch nicht. Also. Aber ich will es dir nur erklären. Ja, du willst nur, dass sie es aus dem Sortiment rausnehmen. Nein, das ist ja nicht mein Business, Mann. Aber das, was ich meine halt, wenn ich etwas Süßes will, dann brauche ich keinen Magerquark, Alter. Also. Schau, wie sie abhaut, da hat sie mich gestochen. Alter. Ja, das stimmt. Mich hat letztens eine gestochen. Echt? Da waren wir erst bei Linda. Ich habe Mangolassi getrunken. Am Strohhalm. Direkt am Strohhalm an der Lippe. Echt jetzt? Ja. Oh mein Gott, ist dann dick geworden? Gar nichts, ne? Hat nur wehgetan. Ja. Und sie ist gestorben. Die sterben immer nach dem Stich, oder? Ja. Das war wie Chao Su. Sie hat sich geopfert, aber keine Wirkung gehabt. Chao Su ist auch schlecht, Leute. Das Original aus Berlin, Leute. Braucht er die Sonne eigentlich für seine Kraft und er ist gegen Kryptonit, hat er die Schwäche. Ja, okay, deswegen. Das heißt, sie kämpfen bei Nacht, oder? Demi kann nicht aufhören, das zu hypen. Es ist halt wie. Leute, es ist vom Geschmack. 0,3 hier. Hier sind 0,3. Das sind 0,3 Becher. Es ist vom Geschmack wirklich sehr, sehr gut. Über den Preis kann man streiten, ob es das wert ist oder nicht. Ja. Aber dann ist es nicht viel, das sind 0,3. Wenn du das rechnest auf Gramm, sind es 300 Gramm. Aber eins sind keine 300 Gramm, weil du ja noch Luft hast. Ja, eben. Also. Das sind 300 Milliliter Volumen, aber ja, nicht, Volumen, ja. Nicht Gewicht. Das sage ich ja. Es wäre mal interessant zu wissen, wie viel Gewicht da drin ist. Aber geil war es, ja, Leute. Und während wir hier sitzen, kamen schon sehr viele Leute und jeder von denen hat sich das geholt. Ja. Mindestens 10, oder? Mindestens, wirklich. Ja. Dimi hat gerade gefragt, geil, ich will echt nicht sagen, ob Tati aufgehört hat zu träumen. Das war ein harter Spruch. Hast du es? Hast du aufgehört zu träumen? Ich träume nur nachts, oder? Hast du noch welche Realität? Wow! Oh mein Gott! Da war ein verletzt. Dimi immer so mit. Ja, weißt du. Dimi nutzt meine Bekanntschaft sehr gut aus. So scheiß! Stimmt sich, Tati? Nur noch, Alter. So. Voll mitgezogen hier, Mann. Wir sehen uns. Vielen Dank, Hong. Vielen Dank, Hong. War geil. Ja. Dann. Peace. Ein Jahr danach. Die neue Reihe. Ich check mal Läden ab. Bei denen war ich am Anfang meiner Foodblogger-Karriere. Max Beef Noodles. Einer der gehyptesten Läden in München. Und ich kann es ehrlich, um echt zu sein, nicht verstehen. Der Laden ist gut. Top-Preis-Leistung. Solide. Aber das Essen ist nett. Nicht umwerfend. Nicht boah, heftig. Food-Orgasm. Super saftig. Sondern einfach nur. Aber nicht. Und dafür ist die Schlange und der Hype einfach zu viel. Und dementsprechend overhyped. Aber overhyped heißt ja nicht gleich schlecht. Es gibt ja auch noch was dazwischen. Meine Meinung. Und Kuss geht raus an Wonder Waffle. Die gehypte Dubai-Schokolade. Jetzt in Tiramisu-Form. Das geht dort ab. Das verkauft sich wie warme Semmeln, Mann. Alter. Was die wohl daran verdienen? Wenn ein so ein Teil 10 Euro kostet, ein Becher. Alter, und das geht weg und weg und weg. Gelddruckmaschine, Mann. Das war's von mir, Leute. Wenn wir liken, subscriben, kommentieren, check die Videos auf, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem nicht aktiven Zeug-Kanal. Der Mine ist hier ein bisschen so. Ciao.